Wäre ich ein Mensch, ein Mann des 19. Jahrhunderts, hätte ich eine reiche Witwe geheiratet und die würde mir mein privates Forschen spendieren, dann hätte ich keinen Rechtfertigungsdruck nach außen. Ich würde wahrscheinlich trotzdem sehr gerne über Forschung reden, aber ich hätte nicht diese Verantwortung, etwas zurückzugeben. Ich bin ein Mensch des 21. Jahrhunderts und ich forsche mit den Mitteln, die mir die Steuerzahler zur Verfügung stellen. Und ich bin, und das ist jetzt keine Floskel, sondern ich bin dankbar dafür, nicht nur für das Geld, sondern auch für die Struktur, in der ich arbeiten darf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe einen Beruf, in dem ich weitestgehend frei bin, die Inhalte selber zu wählen, die Art und Weise, wie ich die Inhalte bearbeite, selber zu wählen. Ich bin umgeben mit fantastisch intelligenten, gut ausgebildeten jungen Menschen. Ich kommuniziere mit unglaublich interessanten Menschen auf der ganzen Welt. Ich stehe weitestgehend dann auf, wenn ich morgens aufstehen möchte. Und ich gehe weitestgehend dann, verlasse ich die Universität, wenn ich sie verlassen möchte. Kein Mensch verlangt mir eine Stichkarte ab. Kein Mensch sagt mir, dass ich um 9:30 Uhr das und das machen muss, in gewissen Grenzen. Und es gibt auch keinen Chef, der mir sagt, das war gut und schön, aber ab morgen forschen wir an etwas ganz anderem. Das sind traumhafte Bedingungen. Normalerweise habe ich diese Bedingungen nur, wenn ich auf einem Schleudersitz sitze. Und Wissenschaftler sitzen sehr lange auf einem Schleudersitz. Aber irgendwann, ich zum Beispiel, habe ich eine Lebensstelle und diese Lebensstelle ist so ausgestattet, dass ich mich schon extrem anstrengen müsste, dass mich dieses Land feuert. Wenn das kein paradiesischer Job ist, dann weiß ich nicht, was ein paradiesischer Job sein könnte. Und jetzt gibt es diesen Steuerzahler, der gibt mir praktisch blanko sein Vertrauen und das Geld, das ich brauche, und sagt, damit forschst du. Ich finde, dass diese Steuerzahler es verdient haben, dass ich ihnen auch sage, was ich mache, was herausgekommen ist. Dazu brauche ich die Medien. Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, die eigene Forschung allgemein verständlich zu erzählen. Man darf sie nur nicht falsch erzählen. Das ist ganz wichtig. Ich darf nicht die Dinge so vereinfachen, dass sie de facto falsch sind. Und ich darf dann auch nicht nach dem Applaus heischen. Ich darf nicht sozusagen mich davontragen lassen, dass ich zu immer mehr Menschen immer großartigere Dinge versprechend, großartige Vorträge halte, die hohl sind. Diese Gefahr existiert auf der zu medienaffinen Seite. Und die sehen wir in vielen Wissenschaften. Und die sehen wir zum Beispiel auch in der Neurowissenschaft, wo es durchaus auch natürlich Fachvertreter gibt, die den Menschen Dinge versprechen, die gar nicht haltbar sind. Die vielleicht irgendwann mal Zukunftsmusik sind, aber nicht haltbar. Und diesen Preis bezahlen wir dann irgendwann. Weil irgendwann sagen die Menschen, sag mal, hattest du nicht vor 10 Jahren mal gesagt, dass ihr in 10 Jahren das und das schon alles habt? Ja und? Ist es jetzt da? Das ist natürlich nicht da. Diesen Spagat muss ich leisten. Ich muss realistisch bleiben. Ich muss aber verständlich bleiben. Ich muss wissen, mit welchen Medien ich vertrete und ich darf mich nicht davontragen lassen, dass ich einfach so scharf bin auf den Applaus und auf die großen Massen, dass ich bereit bin, das zu erzählen, was diese großen Massen in dem Moment vielleicht von mir hören wollen. Das müssen wir schon hinkriegen, aber das ist zu machen. Natürlich ist das, was einen Wissenschaftler am meisten befriedigt und was am schönsten ist, dass irgendein Qualitätssender eine gut dokumentierte Fernsehproduktion macht. Ich finde, es gibt Hoffnung für Homo sapiens, wenn man sich anguckt, was die Menschen im Fernsehen sich anschauen. Die schauen sich nämlich nicht nur Soaps an und dieses und jenes, sondern sie bleiben dann häufig hängen an Wissenschaftssendungen, an Tiersendungen, an Dokumentationen, an historischen Filmen. Das hat einen wahnsinnigen Appeal. Viele Menschen, quer durch alle Bildungsschichten, schauen das sehr gerne und ich finde, das ist eine tolle Erkenntnis über uns selbst. Und da sind sehr, sehr gute Formate dabei und es ist ganz klar, dass das einen Wissenschaftler am meisten befriedigt, weil man dort mit schönen Bildern in einem längeren Zusammenhang das ganze Thema wirklich zusammenhängend aufgearbeitet bekommt. Natürlich ist das Gleiche auch in Zeitschriften, wenn man mehrere Seiten Platz hat und man hat einen guten Redakteur, der wirklich auch intelligente Fragen stellt und der das, was man antwortet, auch tatsächlich dann halbwegs so hinschreibt und auch interagiert und so weiter. Das sind die sozusagen die schönsten und die befriedigendsten Formate. Und natürlich ist dann am unbefriedigendsten, wenn dann irgendwo ein kleiner Schnipsel steht. Weil dieser Schnipsel ist natürlich letztendlich in einem Ausmaße holzschnittartig reduziert,
dass man schon ziemlich Glück haben muss, dass die Nachricht nicht vollständig verunstaltet ist. Und dazwischen spannt sich die Realität der Kommunikation mit den Medien. Und natürlich freue ich mich und suche dann auch die Nähe von diesen größeren Formaten, versuche diese kleinen Schnipsel zu vermeiden, aber nicht immer gelingt das. Das ist fantastisch. Also ein Saal mit 1500, sagen wir mal, 7- bis 9-Jährigen, die toben und begeistert sind und Zulage schreien und mehr wissen wollen und die sich ununterbrochen melden, weil ich weiß es, ich weiß, ich weiß, ich weiß die Antwort, ich weiß die Antwort und so weiter. Und die dann nach vorne springen und sagen, darf ich es sagen, darf ich es sagen. Also ich meine, wenn das nicht Belohnung ist für den eigenen Vortrag, dann weiß ich auch nicht weiter. Kinder sind großartig und wir müssen diese Begeisterung wecken und nicht absterben lassen. Und oft wird kritisch über den Wissenschaftsstandort Deutschland gesprochen, den ich gar nicht so sehr in Gefahr sehe. Ein bisschen sehe ich den Technikstandort Deutschland in Gefahr, weil wir sind so reich und wir sind ein so sozial eingestelltes, reiches, demokratisches Land, weil wir es uns auch leisten können. Und wir können es uns leisten, weil wir in diesem kleinen Land, in dem wir mit einer so großen Bevölkerung ohne Rohstoffe leben, weil wir immer an der Spitze der Technologie sind. Und wenn ich mir mal so anschaue, was meine Kinder im Gymnasium eigentlich an Unterricht hatten, dann hatten sie sehr viele, sehr schöne Fächer, die aber in der Regel alle sehr weit weg von Technik und Naturwissenschaft waren. Und das, glaube ich, ist keine gute Idee. Da, glaube ich, müssten wir mehr wirklich im Schulwesen machen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sozialwissenschaftliche Zusammenhänge lernt. Aber es ist auch ziemlich wichtig, dass man Physik lernt und dass man Schaltkreise lernt und viele Dinge dieser Art. Und da gibt es einen gewissen Snobismus auf der philologischen Seite. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, dass wir so weitermachen.